Hallo und herzlich willkommen im Adenauerhaus in Rhöndorf. Ich komme heute aus Konrad Adenauers Felsenkeller, hineingehauen in den sogenannten Faulen Berg, einen alten Wallenberg. Hier hat Adenauer sein Haus bauen lassen für sich und seine Familie und ist 1937 eingezogen. Mein Name ist Claudia Weibel und ich will Ihnen vier kurze Episoden zu diesem Keller erzählen. Die erste Episode hat mit diesem Stein hier zu tun. Einen solchen Stein hat Adenauers kleiner Sohn Georg in eines der Kirchenfenster der Rhöndorfer Pfarrkirche geworfen. Mit einer Schleuder. Mit Zwille oder Schleuder bewaffnet waren damals viele Jungs unterwegs. Es mag nur ein dummer Jungenstreich gewesen sein, aber sein Vater hat ihn daraufhin zwei Tage und Nächte mit Wasser und Brot und ohne Licht in diesen Keller eingesperrt. Eine sehr drakonische Strafe für dieses Vergehen. Kurz darauf hatte dieser Keller allerdings eine ganz andere Funktion. Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen. Es galt, sich selbst zu versorgen über den eigenen Garten. Hier im Garten gab es Kirschbäume, es gab außerdem noch große Beete. Dort wurden zum Beispiel Karotten angepflanzt oder auch Radieschen. Es gab ein Milchschaf namens Nelke, das von Adenauers Tochter Liebet gepflegt wurde und auch gemolken wurde. Und es gab eben auch Mirabellenbäume, genauso wie die Kirschbäume, die des Sommers abgeerntet wurden und dann eben fit gemacht wurden für den langen, langen Winter, indem man die leckeren Früchte eingeweckt hat in Weckgläser, in Einmachgläser und dazu wurden diese Gummis hier benötigt. In langen Regalen standen dann aufgereiht diese Gläser und waren ein Garant dafür, dass die große Familie gut durch die dunkle Jahreszeit kommt. Als der Zweite Weltkrieg dann weiter voranschritt, wurde die Situation hier in Rhöndorf immer prekärer. Über 20 Personen dieser großen Familie Adenauer waren zeitweise hier in Rhöndorf untergebracht und suchten Schutz in diesem Raum hier, der ab da eine Art Bunker war. Wann immer es Bombennächte gab, war die ganze Familie dort untergebracht. Die kleinen Babys, von denen es auch ein paar gab, hingen in Weidenkörbchen von der Decke herab. Das Wohnhaus selbst Adenauers war angestrichen mit grüner Tarnfarbe, um nicht so sehr im Fokus zu stehen von der anderen Rheinseite aus. Und Adenauer selbst bewahrte bis ans Lebensende hier ein paar Granatsplitter auf, die einschlugen. Zu guter Letzt, nach dem Zweiten Weltkrieg, war dieses Haus hier auch Begegnungsort für Politiker. Unter anderem kamen bei der Rhöndorfer Konferenz im August 1949 die Spitzen der CDU und CSU hierher nach Rhöndorf, um darüber nachzudenken, wer denn Bundeskanzler werden könne. Adenauer selbst brachte sich dabei ins Spiel und hatte dazu eine gute Flasche Wein, wenn nicht sogar mehrere gute Flaschen Trockenbeeren-Terrassenauslese vorbereitet. Die wurden mit so einem Korkenzieher hier geköpft. Und nachdem die Stimmung gut war, die Leute entspannt und vielleicht auch der schwere Wein ein bisschen wirkte, wurde Adenauer letzten Endes hier im Haus zum Bundeskanzler nominiert. Sie sehen also, dass dieser Keller hier vieles erzählen könnte, wenn er es denn könnte. Er würde Ihnen erzählen davon, wie er als Karzer fungiert hat für den kleinen Sohn Georg. Er würde Ihnen davon erzählen, wie hier Vorratshaltung betrieben wurde im Zweiten Weltkrieg. Er würde Ihnen von seiner Schutzfunktion als Bunker erzählen, die er auch hatte in den letzten Kriegstagen. Und schließlich würde er davon erzählen, wie mancher gute Tropfen, darunter auch edle Portweinflaschen, hier gelagert wurden, um den einen oder anderen politischen Freund oder Gegner umzustimmen oder zu überzeugen. Ich lade Sie ein, hier selbst einmal herzukommen nach Rhöndorf. Und vielleicht können wir ja dann einen kleinen Blick in den Keller werfen. Obwohl, eigentlich machen wir das immer nur mit den Kleinsten. Wenn Kindergruppen hierher kommen, dürfen die in den Keller und wir schauen mal, ob sie es nicht wie Georg zwei Tage, aber immerhin 10 Sekunden in diesem dunklen Keller aushalten. Und sie glauben gar nicht, wie mutig die Kleinen sind.